Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Wie du wieder mal siehst, bin ich auf Samstag, denn heute ist Samstag in der Klinik, im Samstagdienst und in meiner Therapiepause. Ich habe heute nur Gruppentherapie. Mache ich ein Video für dich. Und zwar ein Zuschauerwunschvideo im Themenblock Gefühle. Geht es diesmal um eine frühkindliche Traumatisierung. Und außerdem geht es um die Interaktion zwischen Psychotherapeutin und Klientin. Gucken wir mal, wie eine frühkindliche Traumatisierung sich in diesem Fall auf die Klientin auswirkt und wie die Therapeutin darauf reagiert. Das hat auch mit den vorigen Videos, die ich hier hochgeladen und simuliert habe, zu tun, beziehungsweise auch mit der Motivation im Hinblick auf Todessehnsucht und Lebensangst. Also wir fassen wieder die üblichen gesellschaftlichen heißen Eisen hier auf diesem Kanal an und machen das auch gleich mit Praxisbezug, indem wir eine Simulation machen. Ich mache eine Simulation für dich. Wenn ich hier sitze, bin ich in der Rolle der Therapeutin. Wenn ich hier sitze, bin ich in der Rolle der Klientin und los geht's. Ich hoffe, du hörst alles. Ich kann in der Klinik nicht so laut reden wie in meiner Praxis. Ansonsten steck dir wieder die Ohrstöpsel rein und hör einfach so, ja, und dreh einfach voll auf. Achtung, Triggergefahr. Wenn du dich psychisch stabil fühlst und ohnehin schon schlecht drauf ist, dann ist es keine gute Idee, das nun folgende Video zu gucken. Ich freue mich auch über dein kostenloses Abo und am Ende, wenn ich es nicht vergesse, werde ich dir noch eine kurze Ansage geben. Also ich halte es dir jetzt nicht ein, ich halte keine Moralpredigt, sondern es geht um ein Zoom-Seminar, zu dem ich schon eingeladen habe und wo es noch Restplätze gibt. Ja, los geht's. Ich bin jetzt die Therapeutin in der Simulation. Stell dir vor, die Sitzung ist schon am Laufen. Nina, Sie haben gesagt, Sie möchten jetzt das zum Thema machen, was Sie eigentlich gar nicht mehr fühlen. Und Sie haben mich auch gefragt, warum Sie nichts von diesen traumatischen Ereignissen in Ihrer frühen Kindheit fühlen können. Das war Ihre Frage, ne? Und da will ich jetzt in dieser Sitzung gerne drauf eingehen. Was glauben Sie denn selber? Was glauben Sie selber? Nein, ich meine, was Sie glauben, warum Sie diese Gefühle nicht mehr greifen können. Oder warum jemand, der eben Trauma erlitten hat in der frühen Kindheit, sich weder erinnern kann, noch Gefühle wirklich beschreiben kann. Ich gehe jetzt in die Rolle der Klientin. Naja, man erinnert sich nicht, das haben Sie mir ja schon gesagt, weil es einfach zu früh ist und man noch nicht da sprachmächtig war. Und man kann ja Erinnerungen nur sprachlich wiedergeben, wenn man in der traumatischen Situation schon sprechen konnte. Haben Sie das nicht mal so erklärt, dass ich deswegen so hilflos bin und gar nicht bestätigen kann, ob ich traumatisiert wurde, weil ich es nicht erinnern kann, weil ich ja damals erst 2 war, als das passierte? Und ja, also meine ältere Schwester hat es mir halt gesagt und die hat es ja gesehen. Die war ja schon 8. Und deswegen zweifle ich auch gar nicht dran, dass es tatsächlich so war. Und es macht halt was mit mir, dass ich das erst so spät erfahren habe. Und es erklärt halt auch, warum ich so Symptome habe wie SVV und was ich nicht alles habe, ne? Diese Borderline-Störung und die Essstörung und die dissoziative Identitätsstörung und was ich noch an Störungen halt so diagnostiziert und bescheinigt bekommen habe, das erklärt das schon, oder sagen wir mal so, das würde das erklären. Aber das Problem für mich ist halt, ich spüre nichts. Also ich, wie? Achso, warum ich nichts spüre, ob ich da eine Erklärung habe? Ja, weil es wahrscheinlich zu schlimm ist. Es wird so, wie Sie immer sagen, so ein Schutzprogramm sein, ne? Dass ich nichts spüre, weil ich sonst nicht überleben könnte oder so. Und die Frage für mich ist halt, warum ich, wo das schon so lange her ist, wenn ich damals 2 war, wieso ich das noch immer irgendwie bestimmen sollte, jetzt wo ich einen Job habe, ich habe einen lieben Partner, ich habe ein süßes Kind, ich habe eigentlich eine liebevolle Mutter, mit der ich mich zusammengerauft habe. Also ich
ich müsste doch aus dem herausgewachsen sein, aus diesem Trauma schon längst. Und ich verstehe nicht, wieso ich, obwohl es mir jetzt super gut gehen könnte, noch immer Suizidgedanken habe und Todessehnsucht und so Momente, wo ich Angst vor mir selber kriege, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich verliere komplette Kontrolle und ich habe das Gefühl, ja, das ist komplett bescheuert, aber manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich mein Glück nicht ertragen kann oder das Leben an sich nicht, ich weiß auch nicht, das Leben an sich nicht ertragen kann. Und wenn ich jetzt mein Kind nicht hätte, dann würde es wieder anders aussehen, dann weiß ich gar nicht, ob ich noch hier sitzen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich weiß, dass es absolut Klagen auf höchstem Niveau ist, weil es geht mir das verdammt gut. Wir haben ein Haus und wir haben finanziell eigentlich ausgesorgt. Und mein Partner, der verdient ja voll gut und ich verdiene ja auch nicht so schlecht. Aber es ist nicht alles Geld und irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas ist in mir und bestimmt mich noch immer. Es ist so wie ein Fluch oder ein Dämon, der mich... Jetzt komme ich schon so lange zu Ihnen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann an diese Gefühle nicht ran. Und wenn ich an diese Gefühle von diesem alten Trauma da nicht rankomme, wie soll das denn je aufhören? Wie komme ich da jemals raus aus dieser, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, aus dieser negativen Haltung dem Leben gegenüber? Weil im Prinzip gibt es nichts zu beklagen und dennoch fühle ich mich, obwohl mein Partner mich auf Händen trägt, fühle ich mich so wertlos noch immer und so unnötig und so sinnlos. Und ich weiß, dann kommen sie mir wieder, ihre Familie, haben sie das letzte Mal gesagt, ne, dass meine Familie mich braucht und wir gestraft die werden. Aber glauben Sie mir, wenn ich diesen Dunkelblick habe, wenn ich in so einer Stimmung bin, ich meine, meine Familie, die weiß ja auch gar nicht, was ich so mache. Ich habe ja auch dieses, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das schon gesagt habe, ich habe ja auch dieses, wie nennt man das, wenn man so Binge-Eating-mäßig, also ich esse, aber ich schluck's nicht, sondern ich spuck's halt dann aus. Ne? Also ich vernichte auf den Nahrungsmittel, weil ich Ihnen, ich weiß auch gar nicht, ob das neu ist. Das habe ich früher schon gemacht und wieder aufgehört und jetzt ist es so, also wenn mein Mann mit der Kleinen wegfährt zum Einkaufen oder macht einen Ausflug in den Tierpark oder so, dann nutze ich die Zeit aber nicht für mich, sondern dann gehe ich zum Kühlschrank und nehme halt die ganzen, wenn ich Ihnen das jetzt sage, dann erklärt sie mich für komplett verrückt. Ich nehme dann halt die ganze Babynahrung raus und stopfe mich dann nicht voll und spuck das dann alles in so einen Eimer. Und das geht manchmal über anderthalb Stunden, dass ich das in mich aufnehme und halt so nicht nur Babygläschen, also die schlucke ich manchmal runter und kotze sie raus, aber dann gibt es eben noch dieses mit dem, das kaue ich dann, ne, das festere, die festere Nahrung, weil sie ist ja schon anderthalb Jahre, ne, und da gibt es ja, also, und dann spucke ich das alles in so einen Eimer und das sieht dann aus, sag ich Ihnen. Ich weiß gar nicht, warum ich die wenige Zeit, ich habe, ich könnte mich hinlegen, ich könnte mich regenerieren, aber sie schläft ja nicht durch und ich könnte was Sinnvolles machen. Ich könnte in der Zeit mit dem Hund gehen, der würde es gerne raus, aber nein, was mache ich? Ich mache mich selber fertig. Und wenn Sie mir jetzt erklären, dass das mein frühkindliches Trauma ist und dass ich deswegen mich jetzt noch mit 28 fertig mache, dann weiß ich nicht, ob ich das überhaupt akzeptieren kann, dass ich so bin. Ich finde, so benimmt man sich doch nicht. Ich bin doch auch voll undankbar, weil es geht mir doch so verdammt gut. Nina, das ist gut, dass Sie mir das erzählen und als Sie mir das so geschildert haben mit dem Essen von der Kleinkindnahrung und dem Ausspucken des Essens und dem Schlucken und Unterbrechen, da habe ich mir irgendwie so vorgestellt, dass das ja eigentlich auch anknüpft
so bildlich zumindest an dieses Frühkindliche verletzt worden sein, weil da haben sie ja wahrscheinlich auch nur Babynahrung oder Kleinkindnahrung zu sich genommen und jetzt ist das wie so ein symbolischer Akt, sich zu wehren, es nicht mehr mit sich geschehen zu lassen, es auszuspucken. Ausspucken ist ja so ein Kraftakt. Man nimmt es nicht mehr in sich auf oder man bricht es wieder heraus. Also das ist jetzt einfach so ein Bild, das bei mir aufgetaucht ist. Das muss jetzt nichts mit ihrer Geschichte zu tun haben, aber das kann so ein Ersatzprogramm für Gefühle sein. Dieses Ritual der eigentlich Nahrungsvernichtung. Ja, denn sie vernichten die Nahrung, ja, sie spucken es dann in einem Eimer. Und es kann so ein Versuch sein, dieses Unfassbare in eine Fassung, in die Eimerfassung zu kriegen. Das kann sein, dass es so ein Ritual geworden ist, dieses unverdaubare frühkindliche Trauma, Trauma heißt ja griechisch Verletzung, Wunde, das jetzt aus sich rauszulassen. Und natürlich wäre es besser, sie würden das malen oder schreiben oder irgendeine andere Form finden, als Nahrung zu vernichten und auszuspucken. Und offenbar ist es jetzt aber ihre Art, damit umzugehen. Mit diesem Schmerz, für den sie keinen Namen haben, mit diesen Gefühlen, für die sie keine Bezeichnung haben, die sie auch nicht orten können in ihrem Gefühlshaushalt. Sie spüren ja nichts, haben sie gesagt. Und natürlich haben sie schon recht, das ist ein Schutzprogramm, Gefühle zu dissoziieren, also sich abzuspalten von den Gefühlen, weil es sonst einfach too much, zu viel werden würde und sie von Gefühlen überschwemmt werden und in dieser Gefühlslawine quasi untergehen würden. Was sagen Sie zu meinem Bild? Das war ja mein Bild und ich will Ihnen das jetzt nicht da überinterpretieren, drüber schrüppen. Und dieses Bild ist gerade von meinem geistigen Auge entstanden. Was sagen Sie da dazu? Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nur, dass ich am Boden zerstört bin, weil ich mir selber nicht helfen kann und ich würde mir auch so gern helfen. Und ich, sie haben mir selber gesagt, ich tue hier was für mich, weil ich hierher komme, aber es ist zu wenig und es ist vielleicht nicht das Richtige. Und ich finde einfach keinen Schlüssel zu diesem Rätsel, dass ich das endlich auflösen kann, was geschehen muss, dass es mir besser geht. Ich fühle mich so disconnected vom Leben, so wie wenn ich hier nichts verloren habe, nichts zu suchen habe und trotzdem hier bin. Ich fühle mich wie so eine einzige Last, nicht nur für mich selbst, sondern für alle anderen. Und wenn mein Partner 100 Mal, oder wenn sie zu mir sagen, nein, du bist willkommen hier und du bist gut, dass du hier bist und wir wollen dich da haben und wenn mich meine Arbeitskollegen loben und in den Arm nehmen und drücken, ich kann es einfach nicht glauben. Ich fühle mich noch immer wie Schrott. Ich habe eher so das Gefühl, dass dieses Spucken, dieses Ausspucken so ein Verächtlichkeitssymbol ist, dass ich auf alles spucke, dass ich das Leben nicht schätze, dass ich es nicht als Geschenk sehe, sondern als Last, als Bestrafung, als Fluch, als Bürde. Obwohl ich doch eigentlich so dankbar sein müsste, weil es mir so gut geht und weil ich alles erreicht habe, was sich andere nur träumen können. Und dennoch fühle ich mich so, als ob ich das alles nicht verdiene und als ob ich das gar nicht empfinden kann. Ich kann dieses Glück nicht empfinden. Ich weiß es vom Kopf her, dass es so ist und dass ich es längst wahrnehmen und wertschätzen sollte, aber ich kann es einfach nicht. Das ist so, wie wenn irgend so ein Mechanismus in mir fehlt. So ein Gefühlsmechanismus. Ich fühle einfach nichts. Ich bin so wie so ein Stein. Und auch wenn ich jetzt mit Ihnen rede, ist es so, wie wenn eine andere Person für mich spricht. Und ich gucke der Person zu und denke mir, was zappelt die da so rum? Macht das überhaupt Sinn? Und eigentlich sollte ich längst nicht mehr da sein. Sie sollten längst nicht mehr da sein. Welcher Persönlichkeitsteil von Ihnen sagt denn das? Wir haben ja diese Teilearbeit gemacht und Ihre unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile
voneinander unterschieden. Welcher Teil Ihrer Persönlichkeit sagt, Sie soll nicht mehr da sein? Der Patientinnenteil. Kann man daraus schließen, dass dieser Patientinnenteil jetzt der Chef im Laden ist? Also Ihre Persönlichkeit wird beherrscht von diesem kranken Teil, der nicht leben will, der keinen Sinn darin sieht, der sich selbst für wertlos befindet und der Patient, Patientin, Patient heißt ja lateinisch, erleidender Tudent, der nichts tun kann, der einfach nur alles über sich ergehen lässt? Dieser Teil ist das. Ist das wie eine Selbstbestrafung, alles, was sie machen, weil sie sich schuldig fühlen. Dieses Schuldgefühl und Schamgefühl. Selbsthass. Das sind die Gefühle, die sie haben. Ich würde Ihnen jetzt gerne die Lossprechung, die Absolution, so wie in der Kirche gehen und sagen, du brauchst diese Gefühle nicht zu haben, aber leider geht es nicht so. Ich habe auch keinen Zauberstab, um Sie jetzt davon ad hoc zu befreien, aber, gute Nachricht, wir können was tun. Und wissen Sie, was wir tun können? Wir können an Ihren Gedanken arbeiten, an Ihrem Denken. Da können wir ansetzen. Wollen Sie das tun? Wollen Sie an Ihrem Denken mit mir gemeinsam arbeiten und so eine Gehirnwäsche im positiven Sinne versuchen? Ich weiß, es klingt abschreckend, Gehirnwäsche. Es geht wirklich darum, Ihre Gedanken, die dunklen, durchzuwaschen, sodass sie hell werden und strahlend. Ich habe jetzt keinen weißen Riesen als Waschmittel oder irgend sowas parat, aber wenn Sie es wirklich wollen, wenn schon nicht für sich selbst, so im Interesse Ihrer Familie, dann können wir dieses großreine Machen beginnen. Diese Aktion des Säuberns Ihrer Gedanken. Psychohygiene genannt. Und wissen Sie, wie das geht? Schritt 1 wäre, dass Sie einfach mal die negativen Gedanken aus sich raussetzen, anstatt sie in Form von Nahrung auszuspucken, bitte ich Sie, diese negativen Gedanken, die ja immer wieder und wieder und wieder daherkommen, zu Papier zu bringen. Schreiben Sie sie auf, und wenn es nicht in ganzen Sätzen geht, dann einfach in Stichworten. Was wiederholt sich? Zum Beispiel das mit dem Wertlossein. Das wäre ganz wichtig, dass Sie das aufschreiben. Ne? Sie können es auch auf Memo sprechen, also mir dann auf die Box sprechen oder eben Memo machen und mir dann schicken. Sie können es auch jetzt sagen. Wollen Sie es jetzt mit mir gemeinsam herausarbeiten, die negativen Glaubenssätze? Denn nur so, wenn wir bei denen ansetzen, bei Ihrem Denken, jetzt kommt der Zeigefinger, ja, bei Ihrem Denken, nur so können wir das Problem an der Wurzel fassen. Und Ihr Trauma dann entschärfen, so wie eine Bombe. So wie eine Briefbombe, die Sie vor sich haben und wo Sie immer wieder reingucken wollen, um zu lesen, was da drin steht. Aber es steht da gar nichts drin, außer dass, wenn Sie sie anfassen, Explosionsgefahr besteht. Weil diese Briefbombe noch immer nicht entschärft ist. Und wir wollen gemeinsam diese Briefbombe Ihres Traumas entschärfen. Und diese Schlüsselsätze, die in dem Brief stehen, in diesem ganz, ganz toxischen Brief Ihrer Vergangenheit, Ihrer frühen Kindheit, diesen Brief, den wollen wir jetzt umschreiben. Ja? Weil diesen Brief haben Sie an sich selbst geschrieben, unbewusst. Ich bin nichts wert. Ich soll nicht leben. Ich habe es nicht verdient, da zu sein. Das Leben ist nichts für mich. Das sind Ihre Glaubenssätze. Ne? So in die Richtung dürften die gehen. Klingt mühselig, weil, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Kommt, meine Lieben, es ist natürlich viel einfacher, sich gehen, sich hängen zu lassen, sich aufzugeben, sich im Leid zu suhlen und diese Patientinnenrolle wirklich zu der Rolle deines Lebens zu machen. Ich möchte dich aber in diesem Video darauf aufmerksam machen, dass es auch andere Optionen gibt. Die Patientinnenrolle, die leidenden, erduldenden Rolle, den Patient heißt ja lateinisch, er leidet, erduldet, wird sich geschehen lassen, ist dir nicht auf den Leib geschrieben. Nein, du bist hineingeraten in diese Rolle, weil du irgendwann in deinem Leben von der Rolle warst, nicht wusstest, wer bin ich, wo gehöre ich hin, wo darf ich ankommen, wem kann ich vertrauen, wo darf ich sein, wer bin ich überhaupt, wer kann ich sein, wer darf ich sein, darf ich überhaupt jemand sein, darf ich überhaupt da sein. Da warst du von der Rolle, irgendwann in deiner
Vergangenheit. Vielleicht durch frühkindliche Traumata, vielleicht durch irgendwelche Erfahrungen, die dich auch chronisch traumatisiert haben, die dich so sehr erschüttert haben in deinem Selbstwertgefühl, dass du nur noch zu der Schlussfolgerung kamst, ich soll nicht hier sein. Ja, und das geht eben nicht so, das zu ändern, nein, so geht's nicht, da kann ich noch so viel machen und auch nicht so wie die bezaubernde Genie, so und schon hex ist alles weg, nein, es wäre schön, wenn es so wäre, dann würde ich das gleich mit dir über Video durchführen, einfach durch Blickkontakt. Es gibt ja so Gurus, die nur mit ihrem auf den ruhenden Blick schon Freude und Frieden evozieren, also in dir stiften können. Ich bleibe mit beiden Füßen am Boden, bleib du das bitte auch, erde dich mit deiner Bauchatmung, die habe ich schon oft erklärt. Bauchdecke hebt sich beim Einatmen und senkt sich beim Ausatmen. Das ist wirklich ein Must-Have, wenn du wieder zu dir kommen willst und deine Gefühle spüren willst. Und sämtliche Symptome, wie die hier in der Simulation genannten, mit dem Ausspucken, mit dem Rauswirken von etwas, haben mit der Idee einer Verarbeitung zu tun. Natürlich geht man nicht her und sagt sich, ich konstruiere mir jetzt ein Symptom als Ersatzhandlung, um mich selbst zu heilen, aber es ist eigentlich dazu gedacht, jede Symptomatik etwas zum Ausdruck zu bringen, worüber du nicht sprechen kannst, was du nicht empfinden kannst, wo so ein eiserner Vorhang zwischen dir und dem Gefühl vielleicht runtergezogen ist. In diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, wirklich in deiner Psychotherapie diese Strategie der Verwandlung deiner negativen Gedanken und Glaubenssätze anzugehen. Ich habe auch Motivationen dazu gemacht. Guck mal unter den letzten Videos von mir auf diesem Kanal. Und jetzt möchte ich noch ein kurzes Terminaviso geben. Samstag in einer Woche, also heute in einer Woche, lade ich noch herzlich ein zum Let's Eat Together Zoom Seminar für eine kleine Spende an Art Network. Das können dann 2 Euro, 5 Euro oder mehr sein, wie viel du halt gerade hast. Bist du mit dabei und musst halt deinen klaren Namen Kim oder mir bekannt geben. Kim ist für Art Network dabei. Das ist der gemeinnützige Verein, der diese Zoom Seminare organisiert und veranstaltet. Ich freue mich auf dich. Schreibe gerne eine E-Mail an Kim oder mich oder an uns beide, wo du einfach deine persönlichen Daten bekannt gibst, Klarname, Wohnadresse und Geburtsdatum und dann bist du auch schon mit dabei. Ich freue mich, wie gesagt, über jeden Teilnehmer, denn, das ist auch wichtig, du kannst auch ohne die Kamera zuzuschalten teilnehmen, du musst dich nicht zeigen, aber wir müssen natürlich über deine Identität Bescheid wissen und du kannst mitdiskutieren, denn wir essen ja nicht nur, sondern wir reden auch über Gefühle und zwar über ganz haarige Gefühle. Das Essen ist nicht haarig, das ist sicher gut, dass du dir bereitest. Mach dir einfach eine kleine Mahlzeit, die du gerne magst und mach dann auch gleich ein Genusstraining, ein Achtsamkeitstraining daraus. Es hat auch durchaus einen therapeutischen Effekt. Nein, es ist keine Gruppentherapie, die ich da veranstalte, aber es ist ein Get-Together, wo wir einfach uns auch mental austauschen, über Gefühle quatschen. Das letzte Mal beim ersten Let's Eat Together waren ja auch die Haustiere dabei, die sind auch immer herzlich willkommen. Es wird ganz entspannt werden und wie gesagt, du musst dich nicht visuell, also mit Kamera zuschalten. Und es ist auch wichtig, dass du einverstanden bist, wenn du dich denn mit Kamera zuschalten möchtest, wo du natürlich herzlich willkommen bist, weil ich lerne dich ja auch gerne mal face-to-face kennen, dass nicht nur du mich kennst, wie ich aussehe, sondern dass ich auch ich etwas über Zuschauerinnen, Zuschauer des Kanals mehr erfahre, wer da alle dabei ist. Das freut mich natürlich immer ganz besonders. Ja, da wäre es eben gut, wenn du dann auch einverstanden bist, dass wir das danach auf YouTube hier auf diesem Kanal für die anderen hochladen dürfen. Das war ein großer Erfolg das letzte Mal, haben gerne dann viele von euch nachgeguckt und sich das Zoom-Seminar Let's Eat Together sozusagen am Gaumen zergehen lassen, auf der Zunge zergehen lassen und dann noch nachträglich mitgegessen. Das ist auch Selfcare und Selbstfürsorge und es soll ja hier nicht nur um schwierige Themen gehen, sondern auch um Genuss in Verbindung mit schwierigen Themen. Tschüss, bis gleich, freue mich über dein kostenloses Abo und vielleicht beim Zoom.